Salut zusammen! Aus unserer Franzosenzeit, aus unserer Franzosenzeit, ein erstaunlicher Roman in alemannischer Mundart aus dem Jahr 1921 wird neu verlegt. In diesem Buch geht es um das Elsass im und nach dem Ersten Weltkrieg. Vor allem wird hier erzählt, wie die französische Verwaltung sich im neuen eroberten Gebiet, das Elsass und Deutsch-Lothringen, verhalten hat. Eine sehr aufschlussreiche Lektüre. Marie Hart hat es am eigenen Leib erlebt. 1856 als Tochter eines Apothekers in Buxweiler im Elsass geboren, ist die 15 Jahre alt, als 1871 das Elsass wieder deutsch wird. Sie macht noch ihren Abschluss in Nancy, um Grundschullehrerin zu werden, und arbeitet anschließend 2 Jahre in Dresden als Hauslehrerin. Zurück ins Elsass heiratet sie einen ehemaligen deutschen Offizier, Alfred Kurr. Das Ehepaar bekommt eine Tochter, Charlotte, und zieht zuerst nach Österreich, dann nach Bayern um. Später geraten sie in finanzieller Not und müssen zurück in Maries Heimatstadt Buxweiler. Mit der Hilfe ihrer Schwester eröffnet sie 1908 eine Pension für junge Gymnasiasten. Inzwischen hat Marie Hart literarische Versuche gemacht, zuerst auf Französisch, dann auf Deutsch, doch ohne Erfolg, bis sie eines Tages anfängt, in ihrem Dialekt zu schreiben. Verschiedene Zeitungen veröffentlichen Kurzgeschichten und Gedichte. Ein Theaterstück wird auf mehrere Bühnen gespielt. 1911 erscheint die erste Novellensammlung, Geschichte und Erinnerungen aus den 60er Jahren. Kleine Geschichten und Erinnerungen aus den Jahren 1860. Das Buch ist ein Erfolg, sowohl im Elsass als auch in Deutschland. Es wird in großen deutschen Zeitungen rezensiert. Andere Geschichten folgen und innerhalb weniger Jahren wird Marie Hart die populärste Mundartautorin des Elsass. Doch dann kommt der Krieg und ändert alles. Nach dem Zusammenbruch Deutschlands 1918 annektiert Frankreich das Elsass und Deutsch-Lothringen zum zweiten Mal in der Geschichte. Selbstverständlich ohne die Bevölkerung nach ihrer Meinung zu fragen. Obwohl die Friedensverhandlungen mit dem Versprechen des amerikanischen Präsidenten Wilson begonnen hatten, die Völker würden das Recht bekommen, selbst über ihre Zukunft zu bestimmen. Nach der Meinung der Elsass-Lothringer wird nicht gefragt, dafür aber werden sie in 4 Kategorien verteilt und erhalten je nach Abstammung, ethnischer Abstammung eine Identitätskarte A, B, C oder D. Die sogenannten D-Kärtler sind die Deutschen. Sie erhalten bei dem Währungswechsel von Reichsmark auf französische Franc einen ungünstigeren Wechselkurs. Ihre Unternehmen werden beschlagnahmt. Sie verlieren ihre Häuser, ihre Wohnungen, viele auch ihre Möbel. Nachdem man ihnen alles geraubt hat, werden sie ausgewiesen. Mindestens 130.000 Elsässer und Lothringer müssen das Land verlassen. Die meisten von ihnen hatten noch nie woanders gelebt als in ihrer Elsass-Lothringische Heimat. Marie Harts Ehemann Alfred Kurr wird ausgewiesen und sie folgt ihm ins Exil nach Bad Liebenzell im Schwarzwald. Dort schreibt sie den Roman »Üs unsere Franzose zieht«, der 1921 erscheint und von den französischen Behörden sofort verboten wird. Denn im Elsass herrscht Unmut. Nach dem Freudentaumel der ersten Tage des Friedens folgen Unzufriedenheit und Wut. Elsass und Deutsch-Lothringen, die sich im Rahmen des Reichs eine Autonomie erkämpft und eine Freiheit erreicht hatten, wie sie sie bis heute nicht wieder bekommen haben, finden sich im zentralistischen Frankreich nicht mehr zurecht. Das Elsass und Lothringen werden von Paris geknebelt und nach wenigen Monaten beginnt eine schwere politische Krise. Marie Harts Roman beschreibt das, was die französische Geschichtsschreibung jahrzehntelang versucht hat zu vertuschen. Eine ethnische Säuberung nach einer unrechtmäßigen Annexion.
Es wird auch daran erinnert, dass nach dem Frankfurter Vertrag 1871 niemand ausgewiesen wurde. Wer bleiben wollte, durfte bleiben und wurde deutscher Staatsbürger. Und als die Nazis 1940 das Elsass annektierten, gingen sie nach französischem Muster vor. Traurig, aber wahr. Die Unerwünschten durften 30 Kilo Gepäck und 2000 Mark mitnehmen. Marie Hart erzählt also die Geschichte der Familie Retzlob, eine alteingesessene elsässische Familie. Der frankophile Vater, der noch vor Kriegsbeginn stirbt, und seine vier Töchter, Caroline, die Hauptfigur, die ledig geblieben ist, Marie, die einen Franzosen geheiratet hat und in Besançon lebt, Clara, die Grundschullehrerin, die eine überzeugte Deutsche ist, und Jeanne, die einen deutschen Beamten aus Württemberg geheiratet hat. Der folgende Auszug spielt sich am Ende des Krieges ab. Es wird immer offensichtlicher, dass Deutschland den Krieg verlieren wird und das Verhalten der Menschen ändert sich entsprechend. Schon im August fängt der Old Herr Gröver an, erreicht kommt zu Grieße. Es folgt im Jeanhof, unter Madame Harasser und im Clara auch. Und nun schickt Celestine am jede Schnabelowe seine Maut. Momsel kann nicht kommen, sie hat Kopfweh. Anfang September kriegt Caroline ein französisches Billet von der Momsel Müll, dass sie die Beschäftigung ihres nämlich erlaube, ovens auszugehen. Unterschrieben ist Amelie Müll ganz ohne Dipfel. Ein paar Tage drauf kommt man am Springer und schlägt da nieder und macht sich mit ihrem Vierdurchzipfel zu schaffen und sagt: Ja, natürlich, ihr wisst es ja, ich bin ja immer eher für die andere Seite gewesen. Wenn man aber jetzt Französisch wäre, sagen sie alle, müsste man sich doch in Acht nehmen und nämlich mit Deutschen verkehren. Man könnte große Unannehmlichkeiten haben. Mit was für Deutschen? Meinst du am Ende uns? Fragt Clara. Nein, ich natürlich nicht. Aber Madame Harasser ist doch Deutsch und Madame Dolliner. Ah, da lädt der Hase im Pfeffer. Jetzt geht mir ein Licht auf, ruft Caroline. Darum hat der Old Gröver auf einmal Spatzen unterm Hüt. Darum hat Celestine jedes Mal Kopfweh und Amalie so viel Beschäftigung. Kein Wunder, wir zählen ja auch zu den Deutschen bei einem Hämmerle. Es ist nur gut, dass du fromm bist, Lina. Du holst doch für deine Pflicht, die Wahrheit zu sagen. Die will ich dir aber jetzt auch sagen. Ich bin wenigstens ebenso gut Französisch wie ihr alle. Aber ich darf mich ins Grundgutsboden nicht schämen, meine Freund im Stich zu lassen, wenn Gefahr da ist. Und wenn ich jahrelang mit den Deutschen so gut gestanden wäre wie ihr, darf ich mich auch nicht fürchten, vor sie zu stehen. Was ich da tun, ist eine Erbärmlichkeit. Und mit einer so feigen, niederträchtigen Gesellschaft will ich nichts mehr zu tun haben. So, jetzt geh und erzähl's den anderen. Die französische Verwaltung führt das Elsass in die Katastrophe. 1919 wird die deutschsprachige Elite ausgewiesen. Der Kampf gegen die deutsche Sprache und Kultur beginnt, vor allem in der Schule. Der zähe Widerstand der Elsässer wird mit allen Mitteln eines totalitären Staates bekämpft. Die erneute Annexion durch die Nazis 1940 macht alles nur noch schlimmer. Nach 1945 werden alle Freiheitskämpfer des Elsass und Deutsch-Lothringens als Nationalsozialisten angeprangert. Das, was die Südtiroler die Verelsässerung nennen, wird fortgeführt. Ein Jahrhundert nach der Veröffentlichung von Aus unserer Franzosenzeit, Üs unsere Franzose zieht, hat das Elsass als Gebietskörperschaft aufgehört zu existieren. Der Wunsch von Paris ist erfüllt. Die Elsässer durften ihre Meinung nicht geben. Marie Hart stirbt 1924 im Schwarzwälder Exil, ohne ihre Heimat wiederzusehen. Bis unsere Franzose zieht, findet ihr im Netz und in allen guten Buchhandlungen. Salut zusammen und bis bald.